Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute ein neues Video für euch. Ich weiß noch nicht, wann ich es veröffentliche, aber ich habe ein neues Video. Und zwar, vielen lieben Dank, es sind nach dem Aufgebraucht-Video so viele Komplimente bei mir eingetrudelt zu meinem Look. Und da habe ich gedacht, Mensch, dann schminken wir den doch mal. Und dabei verwendet habe ich ein altes Schätzchen für das Augen-Make-up. Und zwar die Modern Renaissance von Anastasia Beverly Hills. Das ist das Schätzchen. Mit der habe ich diesen Augenlook geschminkt. Und wenn ihr wissen möchtet, wie dieses gesamte Make-up entstanden ist, dieser gesamte Look, dann bleibt doch einfach dran. Wir switchen um und dann geht's gleich los. Nicht erschrecken, ich bin gleich blank. Für mehr Realität auf Social Media. Ich komme gerade aus dem Bad mit Zwischenstation im Schlafzimmer. Wenn ihr noch was hört, das ist Horst. Ich glaube, er ist gerade auf dem Weg zurück. Nee, doch noch nicht. Horst habe ich nämlich gerade noch mal durchs Schlafzimmer gejagt. Ich hätte bloß eine Zonenreinigung machen müssen, weil ich habe heute Morgen mal eben noch meine Fersen abgerollert und da ist ein bisschen Staub und dann habe ich jetzt gerade Horst nochmal losgeschickt. Er ist noch fleißig am Rödeln. Horst ist so eine Erleichterung. Wir sind jeden Abend froh, dass wir Horst haben. Horst ist unser Saugroboter, unser neuer. Daneben steht Helga, das ist ein Akkustaubsauger, damit dann mal schnell dann dazugreifen kann. Und Horst ist eine unheimliche Arbeitserleichterung. Ihr seht mich nackert im Gesicht. Im Moment macht er mich gerade ein bisschen fertig. Er irritiert mich gerade ein bisschen. Ich muss mich ohnehin fertig machen. Das heißt, ich will mich fertig machen, weil ich ja zur Arbeit gehe und ich schminke mich ja jeden Morgen. Und eigentlich wollte ich heute ein anderes Video mit euch drehen, aber mein Päckchen ist fehlgeleitet und ich weiß nicht, wann das kommt. Ich habe nämlich in meiner aktuellen Drogeriebestellung etwas Neues, was ich testen möchte. Deswegen wollte ich einen Test machen. Das machen wir demnächst. Ich produziere eh ein bisschen vor, weil wir ja demnächst auch nach Wien fahren. Und es ist immer gut, was in der Konserve zu haben. Und ich weiß noch nicht, wann ich dieses Video hochlade. Wahrscheinlich kommt es nach dem zweiten Teil des Aufgebrauchts. Wenn mein Päckchen nicht vorher kommen sollte, kommt es sogar davor. Ich weiß es nicht. Ich muss mal sehen. Und zwar, Anlass für dieses Video ist mein aktueller Look, den ich seit ein paar Tagen jeden Tag schminke, nur die Foundation immer mal ein bisschen auswechsle. Und bei dem Aufgebraucht-Video habe ich so viel Resonanz bekommen, da war ich selber total baff. So viele Komplimente zu meiner Haut, zu meiner Faltenfreiheit. Also, ganz kurz vorweg. Meine Haut ist jetzt gepflegt. Das ist, so sehe ich morgens aus, wenn ich aus dem Bad komme. Ich habe über Nacht eine Overnight Sleeping Mask aufgehabt und mein Retinolserum drunter und habe heute Morgen, jetzt kommt Horst wahrscheinlich gleich zurück, er ist fertig mit der Reinigung. Dann wird es hier nochmal kurz laut, weil er das, was er eingesammelt hat, hier gleich in den Auffangbehälter jagen wird. Jetzt hat er eingepackt. Ich habe euch das mal sehen, ob das mit dem Video geklappt hat. Ich habe mal fix das Handy drauf gehalten. Achtet nicht drauf, wie es hier aussieht. Normalerweise stehen da hinten nämlich auf dem Sofa zwei Kartons mit Kleiderbügeln. Das habe ich im Vlog auf meinem Hauptkanal gerade erzählt. Ich habe uns Kleiderbügel bestellt. Ich habe sie nur noch nicht einsortieren können. Ich bin, wenn ich unseren Kleiderschrank aufmache, ein absoluter Monk. Wir haben so ein Bügelsortiment da drin. Ich mag ganz gerne die man bei Ulla Popken oder so mitkriegt oder bei C&A, diese dünnen Plastik. Aber da rutscht manchmal auch eine Klamotte runter. Sven fand diese Holzbügel ganz toll.
Und hat gedacht, okay, dann kriegst du deinen Holzbügel, ich habe meine Bügel. Aber dadurch, dass er die Wäsche macht, landen meine Klamottos auch häufig auf den Holzbügeln. Und ich hasse das. Oh, ich mag diese Holzbügel nicht. Und wir haben ein Sammelsurium an Kleiderbügeln. Und da schreit mein innerer Monk jedes Mal, wenn er die Schranktür aufmacht. Und jetzt habe ich uns einheitliche Bügel, sehr dünne, mit so einer Samtbeschichtung bestellt. Und das sind die Kartons, die da an der Seite standen. Und natürlich habt ihr jetzt auch noch die Füße von meinem Licht gesehen. Und auch das Ringlicht und so, was hier unterm Schrank liegt, da muss ich mir was einfallen lassen. Das holt tatsächlich Horst immer mit raus. Da liegen Stative drunter, mein Ringlicht. Aber ich habe ja hier meine Lichtsituation mittlerweile gut eingestellt. Und ja, so viel nebenbei. Jedenfalls, ach so, ja, wir waren bei meiner Haut. Ich habe heute Morgen einfach nur mit einem Wattepad und meinem Rewe-Gesichtswasser die Reste von dieser Overnight-Maske runtergenommen, habe ein Feuchtigkeitsserum von Clinique aufgetragen und meine Garnier Vitamin C Booster Creme. Ich habe ja immer noch Reste davon, da war ja noch so viel drin. Deswegen glänze ich im Moment auch ein bisschen, aber sie ist schon schön eingezogen. Und ansonsten, ich habe auch festgestellt, muss ich euch, also erstens ist es so, das, was ihr hier in den Videos seht, wenn ihr sagt, die Haut sieht so gut aus, es liegt auch häufig an den Studiolichtern. Ich bin natürlich hier mit Studiolicht ausgeleuchtet. Bei Tageslicht sehe ich auch ein bisschen anders aus, ne? Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, muss ich tatsächlich feststellen, dass ich meine Haut in den letzten Jahren, seitdem ich das hier auch mache, wirklich verbessert hat. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich so wahnsinnig trockene Haut habe. Nun gehen wir auch erst in den Winter rein. Im Winter wird das sicherlich nochmal wieder ein bisschen was anderes sein. Meine Rötungen sind zumindest nicht schlimmer geworden. Ich habe sogar manchmal das Gefühl, dass sie ein bisschen zurückgegangen sind. Meine Muttermale hier oben oder diese Pigmentflecken, die ich hier oben auf der Stirn habe, die sind auch weniger deutlich, sogar jetzt nach dem Sommer. Das schreibe ich Vitamin C Serien zu. Und ansonsten finde ich auch, dass ich dafür, dass ich 50 bin, eine ganz schöne Haut habe. Was mache ich dafür? Ich pflege sie natürlich. Ich überpflege sie nicht, aber ich pflege sie. Ich pflege sie mehr, als ich sie früher gepflegt habe. Das muss ich auch dazu sagen. Ich mache häufiger mal eine Maske. Ich benutze tatsächlich Augencreme. Und auch wenn man das Gefühl hat, sie bringt nicht viel, wenn man mal so Bilder von vor zwei Jahren sich anguckt. Also ich finde schon, dass es was bringt. Nun ist es ja auch so fettpolstert auf. Ich bin ja nicht gerade die schlankeste Person unter dem Wolkenhimmel, unter dem blauen Himmel. Und natürlich ist es schon so, dass wenn ich schmaler werde, auch die Falten deutlicher hervortreten würde. Ich habe, wenn ich meine Augen, besonders auch wenn ich lache, sieht man schon, dass ich hier Falten habe. Aber ich habe damit kein Problem. Das ist vielleicht auch eine innere Einstellung. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich bin 50, da gehören Falten dazu. Ich glaube schon, dass ich ganz gut dabei bin, was Falten angeht. Aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen genetisch bedingt. Ich finde auch, dass meine Mutti für ihre 75 Jahre richtig gut aussieht, auch von ihrer Haut her. Und meine Mutti hat, glaube ich, immer noch eine schönere Haut als ich. Und weil sie nicht diese Rötungen hat. Und Mutti ist ja auch Rentnerin und Mutti ist dann auch gerne mal braun im Sommer. Aber ich finde schon, dass ich auch gute Gene geerbt habe. Meine Oma, ich habe nicht so wahnsinnig viele Erinnerungen daran. Meine Oma starb, als ich Teenager war, mit 69. Aber was ich weiß, ist, dass sie mit 69, also ich habe sie gesehen, nachdem sie ihren Schlaganfall hatte. Und da sah sie aus wie eine 80-, 90-Jährige. Und ich weiß, dass ich immer gesagt habe, davor sah sie aus wie eine 50-Jährige. Also meine Oma, ich habe keine Detailbilder mehr so vor Augen. Aber ich glaube auch, dass meine Oma wesentlich jünger aussah, als sie war. Unabhängig davon, dass wir alle graue Haare haben. Also das ist so ein Ding. Meine Mutter sagt, sie kennt ihre Mutter eigentlich nur mit so einer grauen Locke. Und auch meine Mutti ist relativ früh grau geworden, genauso wie ich. Mittlerweile stehen meine Mutti und ich zu unseren grauen Haaren. Wir haben lange gefärbt. Meine Mutti hat früher aufgehört zu färben. Irgendwas kribbelt gerade auf meinem Rücken. Im Wohnzimmer habe ich ja so eine Kralle, mit der ich auf dem Rücken schuppern kann. Ne? Ich habe angefangen bei meinem letzten Arbeitgeber, das ist jetzt also auch schon so um die 7, 8 Jahre her, habe ich angefangen, mein Grau rauswachsen zu lassen. Und das ist natürlich auch rausgewachsen oder ist in den Spitzen jetzt mittlerweile unten noch angekommen. Und ich mag meine grauen bzw. weiß durchstromerten Haare. Und das habe ich schon öfter mal erwähnt. Ich stehe dazu. Und ich finde,
Es macht nicht alt. Wenn man sich drumherum pflegt, finde ich, machen graue Haare nicht alt. Und das beweisen mir im Prinzip die Komplimente, die ich bekommen habe. Irgendjemand fragte mich so von wegen, darf man das fragen? Und ich will ja nicht kritisieren, aber wie alt bist du? Und als ich dann sagte 50, dann kam dann, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe auch schon andere Kommentare gekriegt, aber das waren dann, glaube ich, auch Leute, die einem Böses wollten. Und ich finde, es kommt ein bisschen drauf an, mit welcher Intention man jemanden fragt, wie alt er ist, ne? Und ich stehe dazu, ich bin 50, ich habe graue Haare. Wie gesagt, ich bin eine Pummelhummel. Egal, ich will gar nicht ausschweifen. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für die Kommentare. Also gerade bei diesem Video sind so viele Kommentare gekommen. Du siehst so hübsch aus, du siehst so elegant aus. Und auch jemand, der mich auch länger kennt, Doris, die dann sagte so von wegen, ich habe das Gefühl, du wirst immer hübscher über die Jahre. Vielen lieben Dank. Ich finde solche, wenn man selber sagt, so, oh, dann ist man ja schnell mal so auf dem Level so von wegen eingebildet oder so. Aber es ist etwas, was ich selber auch festgestellt habe. Mag auch sein, dass ich mit der Kamera mittlerweile anders umgehe, als ich es vor 10 Jahren war, dass man einfach weiß, wie man seinen Kopf halten muss oder so, ne? Und wie gesagt, vieles davon ist auch Studiolicht und ich habe keinen Filter auf den Videos und gehabt. Ich habe hier natürlich, die Kamera hat so etwas wie einen schöne Hauteffekt. Aber ich habe auch schon manchmal gedacht, so von wegen, ist dieser schöne Hauteffekt ausgeschaltet oder was ist heute los mit deiner Haut? Also so wahnsinnig viel Filter schiebt es auch nicht drüber. Viel davon ist wirklich das Licht. Das seht ihr auch, wenn ich hier sitze und wenn ich in meiner Werkstatt, in den Vlogs fällt einem das auch auf, ne? Wenn ich hier sitze, dann ist es wirklich schön so smooth. Und wenn ich dann mit der gleichen Kamera in der Werkstatt filme, wo ich ein bisschen weiter weg bin, wo einfach ein anderes Licht ist, dann sieht es schon alltagsmäßiger aus. Also lasst euch davon nicht täuschen, das ist häufig auch das Studiolicht. Aber nichtsdestotrotz habe ich gedacht, ich schminke trotzdem mal den Look, den ich in dem Aufgebraucht-Video hatte. Ich versuche ihn nachzuschminken. Wie gesagt, ich wechsle sehr gerne mal meine Foundation, aber ich bin der Meinung, dass ich in dem Video gesagt habe, dass ich die Forever Skin Glow von Dior getragen habe. Aber gestern hatte ich die MAC Studio Fix Fond de Teint und zwar in der NW20. Ich hatte ja einmal die NC20. Ich habe davon auch noch, das ist die NC17. Und das ist bei MAC ja ganz, ganz wild, dass man denkt, NC ist ein kühler Underton wegen C. Aber es ist dann mehr so ein olivstichiger und wenn man dann ins W geht, wo man dann sagt warm, dann hat man mehr so den Neutral-Underton und deswegen bin ich eine NW20. Ja, die NW20. Und da bin ich jetzt gerade am Überlegen, weil ich glaube, dass die ein Ticken zu hell noch für mich ist als die und deswegen werde ich auf die NW20 von MAC heute gehen. Ist aber auch egal, weil das, was drüber kommt, zählt und das kriege ich, glaube ich, gerade noch so hin. Was ich da geschminkt habe. Wenn nicht, das Augen-Make-up, das weiß ich, was ich da geschminkt habe. Also, wir fangen mal an mit einem Primer. Das ist ja eine sehr pastöse Foundation, wie ich sie im Moment eigentlich nicht so mag. Deswegen gehe ich mal mit einem Glow-Primer drunter und ich entscheide mich heute für die Strobe Cream von MAC. Gestern habe ich, obwohl ich den eigentlich auch tragen kann, von Essence, den gibt es nicht mehr, den Glow Boosting und Pore Minimizing Primer, das sind also gleich zwei Sachen miteinander, dann nehmen wir den einfach mal. Den habe ich gestern getragen, damit habe ich mich ganz wohl gefühlt. Der bringt ein bisschen Glow auf die Haut, noch mehr als ich jetzt habe. Ich habe nämlich, das sieht in dem Video, den Ring übrigens, auf meinem Hauptkanal habe ich eine Favoritenseite, da habe ich den verlinkt. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch den auch gerne hier nochmal unter dem Video. Und auf den Nägeln, bevor die Frage wieder kommt, habe ich Essie Chinchilli noch immer. Das ist jetzt eine Woche drauf lackiert. Warte mal, ich schmier mal erstmal mein Zeug hier rein. Schmieren. Schmieren ist auch, ne? Ich finde auch Schminke ist so ein Wort. Neulich kommentierte irgendjemand mit Schminke, ohne dass ich das haten will. Aber Schminke erinnert mich mal so ein bisschen an Kleister und an Kinderschminke und wir tragen Make-up. Leute, wir tragen Make-up. Wir schminken uns und tragen Make-up. Das deutsche Wort ist natürlich Schminke. Aber so, jetzt mache ich mal ganz kurz.
Meine Nägel sind jetzt eine Woche lackiert und ihr seht, dass natürlich hier oben an der Spitze schon ein ganz klein bisschen Abtrag ist. Sogar dieser Zeigefinger, der ja im Moment ein bisschen schwierig bei mir ist, hat das noch ganz gut getragen. Also eine Woche, ungelogen, genau vor einer Woche habe ich lackiert. Ich hatte am Wochenende überlegt, neu zu lackieren, weil ich Bock drauf hatte, aber dann habe ich gedacht, nee, die sehen noch so gut aus, ist Blödsinn, jetzt diesen Aufwand zu betreiben. Also, und dann kam neulich auch mal ein Kommentar so von wegen, wie machst du das, dass das eine Woche hält? Bei mir hält das keine Woche. Erstens, ich bin nicht der Beauty-Experte. Ich bin hier auch bloß Hausfrauen-Beauty-Tante, die sich jeden Tag schminkt. Und ich habe euch ja meine aktuelle Nagelroutine mit Naturnagel und normalem Nagellack abgefilmt. Das verlinke ich euch hier oben unterm i gerne nochmal, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ich betreibe da schon ein bisschen Aufwand und ich finde, das A und O ist tatsächlich ein Unterlack und ein Topcoat, ein guter Topcoat. Aber das ist nicht alles. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Struktur des Nagels ist. Wenn ihr, wie zum Beispiel an diesem Nagel, habe ich oben an der Stelle, an der Spitze, noch eine Stelle, wo mein Nagel absplittert. Da hält der Nagellack nicht bzw. löst sich relativ schnell wieder ab. Dann ist es ja auch immer so, so wie wir alle trockene, ölige Mischhaut oder sonst irgendwas haben. Jeder hat unterschiedliche Haut, jeder hat auch unterschiedliche Nagelbeschaffenheiten. Ich habe früher zum Beispiel Essi-Nagellacke haben sich bei mir immer gelöst. Und deswegen bin ich ja irgendwann mal auf Gelnägel gegangen, beziehungsweise auf die UV-Lacke, auf die Shell-Lacke. Weil ich drehe unter der Woche relativ häufig Videos, auch mal spontan. Wir quatschen erstmal ein bisschen über die Nägel. Ich möchte euch ja auch ein bisschen Feedback geben, wenn Fragen kommen und vielleicht interessiert es die anderen auch. Bei mir haben die Lacke ja nie gehalten und ich bilde mir schon ein, dass diese etwas aufwendigere Nagelroutine, die ich mache, also ich nehme mir da gut eine Stunde Zeit, dass das wirklich was bringt und dass sich das auch auszahlt über die Woche hinweg. Wie gesagt, es ist 7 Tage lackiert und es sieht immer noch tippitoppi aus. Und ein Dehydrator, ich weiß nicht, ob es wirklich an dem Dehydrator liegt, aber ich habe natürlich den Nagelcleanser, mit dem ich rübergehe. Und bevor ich den Lack auftrage, habe ich auch noch den Primer. Und das ist ja wie so ein Dehydrator. Und das, glaube ich, ist der Life-Changer, was den Lack angeht. Ich weiß nicht, wie Essilacke sich verhalten. Ich habe noch ein oder zwei Essence oder die Catrice-Lacke, wie die günstigen Lacke sich verhalten mit meiner Nagelroutine. Das kann ich euch nicht sagen. Ich habe ewig keinen Catrice-Lack mehr getragen. Ich kann es ja mal ausprobieren, ob das mit meiner Nagelroutine auch funktioniert. Aber wie gesagt, jeder Nagel ist unterschiedlich und ich glaube, es fängt wirklich damit an, mit der Base. Wie ist die Nagelplatte beschaffen? Hat die Macken? Ist die feucht? Ist die fettig? Und dann davon hängt das auch ab, ob der Nagellack hält. Wie gesagt, ich komme mittlerweile richtig gut klar mit meinen Lacken und bin da richtig glücklich. Und ich werde jetzt mal testen, ob ich das noch über diese Woche gezogen kriege, weil ich unter der Woche immer natürlich weniger Zeit habe zu lackieren. Weil, wie gesagt, eine Stunde brauche ich für das Ganze Minimum, Stunde, anderthalb Stunde. Und ich werde mal gucken, wie lange ich das wirklich jetzt durchgezogen kriege, wie lange diese Lacke halten. So, jetzt geht's aber weiter mit der Foundation. Ich mache mir mal davon, der Pumper, jetzt hat er sich wieder zugesetzt. Nee. So. Ich nehme mal hier, da ist noch ein bisschen Rest von gestern drauf. Das ist schon sehr pastös. Und wenn ich jetzt nicht geschminkt hätte, wenn ich den Look jetzt nicht nachgeschminkt hätte, hätte ich heute, glaube ich, auch wieder die von Maybelline die Ölfoundation genommen, weil die macht auch ein sehr schönes Bild. Aber ich wollte ja den Look nachschminken und da hatte ich so eine pastöse Foundation. Und dann nehme ich wieder hier meinen Elf-Pinsel, den ich also dafür gerne nutze und trage mir das mal auf. Man merkt das echt, dass das viel pastöser ist. Das lässt sich nicht so drauf, ne? Man merkt auch, dass man eine Foundation trägt, aber jetzt nicht so, dass man sagt, so von wegen, ich habe da die dicke Kleisterschicht und schwitze da drunter. Das ist es auch nicht. Und diese MAC Foundation, finde ich, kommt sehr der Estee Lauder Foundation nahe, aber es ist ja auch ein Haus, ne? Also MAC und Estee Lauder sind ja, ich weiß nicht, wie viele Jahre jetzt schon ein Haus.
Und deswegen ist das auch eine Foundation, die bei mir gut den ganzen Tag hält. Mehr trage ich nicht auf. Das war ein Pump-Hub. Ich finde, das reicht. Wenn ich mehr auftrage, setzt es sich nur unschön ab. Und wenn jetzt meine Rötung nochmal durchscheint, was sie im Moment gerade nicht machen, dann arbeite ich auch nochmal mit einem Concealer nach. Hier oben auf der Stirn ist tatsächlich mehr gelandet als auf den Wangen. So, noch ein bisschen einstupseln. Fertig. Ich trage auch gerne mit dem Pinsel auf. Mit dem Pinsel erreicht ihr eine höhere Deckkraft als mit dem Sponge, aber ich trage gerne mit dem Pinsel auf. Dann, um die Augen ein bisschen zum Strahlen zu bringen, ich habe natürlich eine Augencreme heute Morgen verwendet. Ich verwende die immer morgens, weil abends vergesse ich das immer. Und zwar habe ich im Moment die von aus dem Trash-Päckchen, die Jenna. Die finde ich ganz gut. Die ist pflegend. Die hat so einen leichten Gelbstich, der jetzt nicht so wahnsinnig viel macht, was die Augenschatten angeht. Aber die pflegt sehr schön und die zieht schnell ein. Die gefällt mir gut. Ich habe hier von Becker mein Under Eye Brightener, um ein bisschen Strahlkraft unter das Auge zu bringen. Der ist, ich habe es schon wieder vergessen, ich glaube von Smashbox. Die haben dieses Produkt übernommen. Und da trage ich mir einfach so ein bisschen, ich verklopfe das natürlich noch, hier so in den inneren Bereich. Das ist nicht wahnsinnig deckend, aber es bringt ein bisschen Strahlkraft. Und ich mag es, wenn meine Augen strahlen. Wir sollen ja, oder man soll ja das betonen, was einem gut gefällt an sich. Wir sollen uns ja insgesamt mögen. Aber es gibt immer gewisse Vorzüge. Der eine hat schöne Augen, der andere hat eine schöne Nase, schöne Wangenknochen, einen schönen Mund. Und ich finde, bei mir macht es ganz viel, wenn ich mein Grün in den Augen zum Strahlen bringe, wenn ich die Augen zum Strahlen bringe, dann macht das bei mir ganz viel. Und deswegen richte ich da auch so ein bisschen Strahlkraft oder Hauptaugenmerk auf meine Augen, dass da ein bisschen Strahlkraft hinkommt. Jetzt muss ich heute eigentlich nicht machen, mache ich aber ganz gerne mal, nehme ich einen Concealer. Und ich habe im Moment, um ihn aufzubrauchen, einen aus der Mädchenbox, den Cap Concealer, den habe ich neulich schon mal verwendet. Der wird und wird nicht alle, aber da setze ich jetzt hier noch so ein bisschen punktuell auf. Wenn meine Rötungen durchstrahlen, kommt da auch noch ein bisschen drauf. Machen wir ein bisschen Kriegsbemalung. Das ist ein leichter Concealer. Also dieser Concealer blendet sich ratzifatzi weg. Bringt aber noch mal so ein bisschen, das mag man vielleicht erstmal nicht sehen, aber es bringt noch so ein bisschen Helligkeit auf die Stellen, die hervorstehen. Hier kaschiere ich mir so ein bisschen meine Nasolabialfalte weg, indem ich da die Helligkeit in diese Falte bringe. Dadurch hebt es sie ein bisschen nach vorne. Und ich decke jetzt diesen Brightener nicht ab, sondern illuminiere nur ein bisschen diesen unteren Augenbereich mit dem Concealer. So. Fällt gar nicht groß auf. Und jetzt setze ich den Concealer, beziehungsweise ich kann erstmal noch, was habe ich denn hier? Ein Pickelchen. Da geht eh gleich noch ein bisschen Bronzer drüber. Ich werde noch mal fix eine Lidschattenbase auftragen. Das vergesse ich nämlich meistens und mache es dann hinterher oder vergesse es ganz. Ich habe hier die von Barbour, den Lip and Eye Primer, oder ich habe hier noch von Urban Decay. Übrigens, Urban Decay, kleines Update, habe ich gerade gesehen, in mehreren Shops gibt es das All Nighter Setting Spray wieder, aber ich bin im Moment zu geizig. Sagt diejenige, die
gerade wieder eine DM-Bestellung laufen hat, die sich gerade bei Anastasia Beverly Hills Paletten geholt hat, aber vielleicht genau deswegen. Und ich habe gestern nochmal bei Essence ein bisschen in der Disney-Edition bei den Bösewichten gestöbert. Ich habe die neulich schon mal in der Drogerie in live gesehen und bin dran vorbeigegangen, habe mich dran vorbeigerettet. Und dann habe ich gestern ein Video gesehen, da hielt eine den Blush von Ursula. Also das ist ja die Meerhexe von Ariel. In die Kamera und hat gesagt, das sei so ein schöner Blush. Das ist auch so ein bisschen in die Nude-Richtung und absolut vergleichbar mit Charlotte Tilbury. Und dann ging bei mir bing, 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 ne, Charlotte Tilbury. Und dann habe ich doch noch, weil man dann nicht nur den einen Blush bestellt, sondern ein bisschen was aus der Essence-Kollektion, aus dieser Disney-Kollektion. Ich bin kein Disney-Mädel, aber ein bisschen was habe ich mir davon bestellt. Mein Lieblingsbösewicht in dieser Reihe ist übrigens Maleficent, wobei ich Maleficent nicht wirklich als böse betrachte, zumindest nicht im ersten Teil. Also nicht von so Grund auf böse wie ein Scar oder Ursula oder Cruella oder so, ne? Aber, oder die Herzkönigin. Ich kann ja mit Alice im Wunderland gar nichts anfangen, das war nie mein Märchen. So, und jetzt habe ich den Eye Primer drauf und jetzt gehe ich mit meinem Under Eye von Laura Mercier. Ich habe in den letzten Tagen auch gerne benutzt von NYX. Das ist ein Banana Powder. Das ist so ein bisschen gelblicher. Ist für den Under Eye Bereich wirklich schön, um das aufzuhellen. Aber ich gehe jetzt mal mit dem, weil wir diesen Look ja einigermaßen nachstellen wollten. Man hatte immer das Gefühl, von diesem Puder geht nichts ab. Es gibt von Art Deco, das habe ich auch, ein ähnliches Puder, wo man denkt, da geht nichts ab. Aber ein bisschen was geht dann doch ab. Das muss ich mal wieder rauskramen. Aber jetzt ist erstmal ein neues Puder auf dem Weg zu mir, was ich seit Jahren immer wieder verpasse. Und dieses Jahr habe ich es entdeckt. Okay, die Base ist fast fertig. Das ist, wenn man quatscht, ne? Ich nehme jetzt noch einmal zum Abpudern meiner Foundation, und zwar das gefällt mir sehr, sehr gut, von L'Oreal, das Age Perfect Collagen and Fraction Serum Powder pflegendes Puder. Das habe ich mir ja neulich gerade bestellt bei Rossmann oder so, wo ich mir dann auch die Foundations nachbestellt habe von L'Oreal, und ich mag das Puder. Das ist so ein Hauch von nichts, aber... Und das ist vielleicht auch das, was herausgestochen ist in dem Video. Ich finde, das macht ein, das schafft so einen Blurring-Effekt. Das ist so ein schöner Hauteffekt. Da muss ich also auf der Kamera gar keinen Filter laufen lassen. Ich muss nur dieses Puder nehmen. Das einzig Schlimme an diesem Puder ist der Geruch. Aber er lässt ein bisschen nach. So, und jetzt ist die Base fertig. Jetzt können wir weitermachen. Ich denke mal, ich fange erstmal mit den Wangen an. Und da habe ich einen, obwohl ich weiß gar nicht, ob ich da nicht sogar MacHarmony hatte, aber in den letzten Tagen auch von L'Oreal, Back to Bronze. Oh, die sehen immer so usselig aus, so angegriffen aus, ne? Diese Verpackung. Back to Bronze, das war letztes Jahr in meinem Weihnachtskalender. Ich hatte einen L'Oreal Weihnachtskalender. Dieses Jahr habe ich ihn mir nicht geholt. Vielleicht ist er zum Black Friday bei Amazon wieder günstig. Aber ich brauche die Produkte. Es sind einige Produkte, die letztes Jahr drin waren, auch in diesem Jahr drin. Und ich habe die vom letzten Jahr noch nicht ansatzweise aufgebraucht. Das seht ihr hier. Ich brauche die also nicht neu. Und deswegen habe ich mich dieses Jahr dagegen entschieden. Dieses Jahr habe ich einen Essie-Adventskalender. Die anderen haben mich alle nicht so richtig überzeugt. Ich habe hier meinen Beauty Planet Pinsel. Den habe ich euch auch schon mal empfohlen. Und dann gehe ich jetzt mit ganz lockerer Hand entlang und bronze. Dieser Bronzer springt einen nicht an, aber er ist da. Und bronze mein Gesicht. Ohne Bronzer geht bei mir gar nichts. Ich bin so ein Bronzermädel. Ich fühle mich nicht geschminkt oder... Ich fühle mich nackig, wenn ich mal keinen Bronzer trage. So, und als Blush
Ich sprach's an, Charlotte Tilbury. Den habe ich mal wieder vorgekramt. Und zwar ist das der Cheek to Cheek, der Sex on Fire, die sogenannten Nipple Blushes, wie man da wohl drauf kommt, ne? Aber das ist eine sehr schöne, dezente Blushfarbe, die, glaube ich, auch jedem steht. Und ich mag die sehr gerne. Die springt einen nicht an, aber die ist da. Bringt ein bisschen Frische ins Gesicht. Und ich habe hier den Pinsel, der ist ein bisschen fester gebunden, der Rouge-Pinsel. Das ist ein Cheek Brush von M. Asam. Ich hatte mir so ein paar Produkte von M. Asam, von der dekorativen Kosmetik bestellt, wo ja auch mein liebster Lipgloss dazu gehört. Und da habe ich mir den mal mitbestellt. So, Wangen sind fertig. Und jetzt mein altes Schätzchen. Die Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance. Das ist die erste Palette, mit der ich auf Anastasia Beverly Hills aufmerksam geworden bin. Ich habe sie euch neulich gar nicht gezeigt, wie sie innen aussieht. Weil ich dachte, so kennt ja eh jeder, ne? Weiß ja eh jeder, wie das da drinnen aussieht. Und das war eine meiner ersten Paletten. Ich habe die geliebt. Die ist auch wahnsinnig gehypt worden. Und jetzt schminke ich. Das wird meine Farbe für die Crease. Dann zum Vertiefen dieses Braun. Und dann ist es immer tagesformabhängig, ob ich in den Ton gehe oder in einen von diesen Rottönen. Und ein bisschen blende ich es mir dann mit diesen beiden Schimmertönen noch aus. Wenn man ein bisschen in die... Was ich an der Palette halt sehr gerne mag, ist, dass die auf dieser Seite sehr kühl ist. Hier wird sie ein bisschen wärmer, aber ich mag ja so kühlere Töne und ich mag auch im Herbst diese Beerentöne. Also wie gesagt, sie ist so, hier ist sie kühl, hier ist sie warm. Das finde ich ist so, diese drei sind sehr, sehr warm. Aber egal. Also wir fangen an mit Warm Taupe. Warm. Habe ich als kühl eingestuft, aber für einen Taupe ist es wirklich auf der wärmeren Seite. Damit fange ich an, abklopfen. Das ist übrigens auch der Pinsel aus der Palette. Ich mag die Pinsel aus der Palette gerne. Heutzutage in den neuen Paletten sind keine Pinsel mehr drin, weil alle immer über die Pinsel gemeckert hat. Ich mag die, weil ich brauche nur diesen einen Pinsel für das gesamte Augen-Make-up. So, ich habe jetzt hier Warm Taupe dran und hab ein bisschen viel abgeklopft. Bei Anastasia Beverly Hills, da müsst ihr aufpassen, die haben manchmal auch ein bisschen Fallout. Aber ich bin nicht der Typ, der vor dem Gesichts-Make-up die Augen schminkt, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich sehe nicht richtig, ich muss das sehen, wie sich's entwickelt und dazu brauche ich schon die Base fertig. So. Einmal drin, in der Lidfalte. Das machen wir auf dieser Seite auch nochmal. Wenn ihr so ein bisschen schon bewegliche Lider habt, wie ich hier, ne? Also wo die Haut sich so ein bisschen hin und her schiebt. Ich habe hier übrigens auch eine Narbe, von der ich nicht weiß, woher ich die habe. Bringt auch manchmal so das Tupfen ein bisschen was und dann erst blenden, weil ansonsten habt ihr ein Streifenhörnchen auf dem Augenlid. Das wird man gleich bei dem dunkleren Ton besser sehen. Ein Blick in den großen Spiegel passt. Jetzt nehme ich mir die fester gebundene Seite und gehe in Cypress Amber, in diesen dunklen Ton. Ziehe mir das so ein bisschen auf den Pinsel und setze das einmal drauf, die Farbe. Und dann verstreiche ich mir die ein bisschen nach innen. Keine Angst, ist noch sehr dunkel, das mache ich auf der anderen Seite auch. Ich habe mir den Pinsel hier auf beiden Seiten beladen. Und hier entsteht das Streifenhörnchen, das sieht man, glaube ich, schon. Muss mal sehen, ob ich euch in der Bearbeitung vielleicht nochmal dichter ranziehe, jetzt habe ich es vergessen. Und jetzt kann man das schon so ein bisschen mit der anderen Seite, mit der fluffigen Seite, einblenden. Und die Farben blenden sich nicht weg, die blenden sich ein. Das bleibt also nicht ganz so dunkel. Wenn man es dunkel, noch dunkler haben will, dann geht man einfach nochmal... Jetzt habe ich hier Fallout übrigens. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht so gehabt. Da kümmern wir uns gleich drum. So,
Augenwinkel ist vertieft. Ich nehme mal meinen Bronzerpinsel, der ist ein bisschen fluffiger. Ja. So. Und jetzt habe ich hier so ein Mikrofaserläppchen. Nehme mir da ein bisschen, da rubbel ich jetzt meinen Pinsel drin, dass diese dunkle Farbe abgeht. Dann gehe ich in Vermeer. Das ist hier dieser rosa, stichige Schimmerton. Da fange ich an vom Inneren. Man könnte das jetzt auch bis auf das bewegliche Lid, bis auf die Kugel draufziehen. Aber da gehe ich dann in Primavera. Das ist dieser güldene darunter. Trag den auf die Kugel auf. Und auch wenn ich heute Silberschmuck trage, ist das okay. Ich streiche einmal drüber, um die Farben so ein bisschen ineinander zu blenden. Und das könnte man jetzt so schon lassen. Aber einen Schritt habe ich vergessen, als ich nämlich noch die dunkle Farbe hier dran hatte, gehe ich noch in den unteren. Das machen wir gleich. Tragen wir noch nach. Jetzt entscheide ich ein bisschen, ob ich in dem bräunlicheren Ton bleiben möchte. Dann gehe ich in Antique Bronze, in diesen hier. Oder ob ich ein bisschen rötlich drauf haben möchte, dann gehe ich in den darunter Venetian Red. Das ist dieser. Ich gehe mal in Venetian Red und trage den hier so in der Mitte ein bisschen auf. Streife den Pinsel ab. Und blende das so ein bisschen ein. Dann ist er nicht mehr so ganz so knallig da. Aber ihr habt so einen Hauch von Farbe auf den Augen. Und wenn man jetzt sagt, so von wegen, oh, ich hätte gerne noch ein bisschen leuchtender, dann geht ihr noch mal ein bisschen mit dem Gold rein. Und ich habe jetzt so einen Hauch Farbe mit drin. Ich habe dieses Gold also ein bisschen in so einen rötlichen Touch mit reingebracht und ich finde, so lasse ich jetzt mein Auge. Und jetzt streife ich nochmal hier meinen in die dunkle Farbe, obwohl ich könnte ja, jetzt muss ich nochmal ausstreifen, weil ich da schon drin war. Ich gehe mal in Warm Taupe nochmal, das ist der Ton, den ich als erstes in der Lidfalte hatte und gehe mit dem unter das Auge. Das reicht wahrscheinlich schon, weil noch ein bisschen von dem dunkleren Braun dran war. Reicht. Muss ich gar nicht mit dem dunkleren Braun ran. Und damit ist Lidschatten aufgetragen. Und ich liebe sie. Ich finde es so schön, dass ich sie wieder rausgeholt habe. Ich kann mal meinen Ring wieder aufsetzen. Mit den pastösen Sachen sind wir jetzt fertig. Und was ich sehr zu lieben gelernt habe, ist dieser Essence The Dip Eyeliner in Braun. Der passt zu diesem Augen-Make-up super, weil ich finde, dass ich gehe vielleicht auch ein bisschen ganz von dem Schwarz weg, weil Schwarz ja einen sehr starken Kontrast setzt. Und ich finde, das smoothed besser ein mit dem Braun. Das ist auch ein sehr dunkles Braun, obwohl das jetzt erstmal auf dem von der Verpackung her nicht so anmutet, aber es ist wirklich ein dunkleres Braun. Und ich gehe mit dem Eyeliner nur bis etwa zur Hälfte des Auges, wenn ich es hinbekomme. Ja, jetzt auf der anderen Seite auch noch. Damit ist der Eyeliner da, er verdichtet ein bisschen den Wimpernkranz, aber er springt einen nicht so an wie ein schwarzer, ne? Also dieses Braun verzeiht auch mal, wenn man ihn mal nicht ganz so perfekt gesetzt hat. Den Strich hätte ich jetzt lassen sollen, aber es ist alles noch okay. Und als Mascara nehme ich, die habe ich mal wieder aus meinem Schubfach gekramt,
Das ist der Lash von Catrice, der Lash Changer Volume Mascara Waterproof. Habe ich neulich gesehen bei Amelie with Love irgendwie. Kann ich euch mal hier oben verlinken. Die nutzt das nicht in der Waterproof. Das ist eine ihrer liebsten Mascaren. Und dann habe ich neulich gedacht, die guckst du dir auch mal an. Und dann habe ich gedacht, so, vielleicht hast du die sogar schon. Und ich habe sie in Waterproof. Und sie ist wirklich schön und die lässt sich sehr, sehr gut abschminken. Also nicht so wie die Sky High Mascara. Hier die schwarze lässt sich auch ein bisschen besser als die rosane abschminken. Aber hier die Sky High Sky von Maybelline. Die ist ja, was das Abschminken angeht, eher eine Bitch. Aber wie gesagt, die lässt sich leicht schminken, wenn man dann abends müde Augen hat und mal rüberreibt oder so. Das geht mir manchmal so, wenn ich noch nicht abgeschminkt bin am Fernseher. Dann krümelt sie sich so weg und lässt sich leicht abschminken, aber sie stempelt halt auch nicht ab. Sie ist wirklich waterproof. Also ich bin jetzt mit ihr noch nicht in so einen richtigen Regen reingekommen. Das ist mir ja mal mit einer L'Oreal-Mascara so gegangen. Da bin ich ja in so einen nassen Schneefall gekommen und sah aus wie ein Panda-Bär. Mit einer Waterproof-Mascara von L'Oreal. Mit so einer Zwei-Phasen-Mascara. Die bei mir überhaupt nicht funktioniert hat, aber meine Schwester im Herzen die sehr liebte. So unterschiedlich ist das manchmal, ne? Ah, oh, Ditch. Einmal zu viel gezwinkert. Das ist der Vorführeffekt. Oder im falschen Moment gezwinkert. Mal sehen, wie ich das gerettet kriege. Da muss ich nochmal mit dem Concealer ran. Wahrscheinlich hätte ich. Ich schminke erstmal das Auge oder mache die Mascara mal weiter. Wahrscheinlich hätte ich sie trocknen lassen müssen, dann hätte ich sie besser abgekriegt. Gerade die. Jetzt hat sie auch noch gekrümelt, ist wirklich der Vorführeffekt. Also wir lassen die jetzt die erste Schicht erstmal trocknen und gehen nochmal fix in die Augenbrauen. Da habe ich ja mal noch von Maybelline hier meine Braunmascara, die es glaube ich nicht mehr gibt, die Braudrama. Aber ich weiß nicht, Braunmascaren leer zu kriegen, das dauert auch ewig. Und gerade so eine große, und die habe ich ja eh nochmal stehen. Da muss ich mir also keine Gedanken machen. So. Ich glaube, ich muss da noch mal mit einem Concealer nacharbeiten. Das ist immer doof, wenn man sich so beim letzten Schritt dann nachher, obwohl es geht. Nee, ich lasse das erstmal trocknen. Ich habe noch übrigens was vergessen. Ich trage auch ganz gerne unter dem Lidschatten nochmal von L'Oreal den Creme-Lidschatten als Base auf. Also wenn ich jetzt nicht diese andere Lidschatten-Base habe, dann habe ich hier von L'Oreal, das ist Age Perfect, ein Cream Eyeshadow und zwar Vibrant Beige. Das ist so ein Gold-Champagner-Ton und den drunter bringt das Augen-Make-up auch nochmal ein bisschen zum Strahlen, selbst wenn man was drüber trägt. Ja, tagesformabhängig, ob ich dran denke oder so, ne? Ja. Das ist das Verschlimmbessern. Warte mal. Nee, nicht direkt. Ich habe jetzt ein bisschen Concealer und so einen kleinen Katzenzungenpinsel. Passt schon. Müssen wir jetzt durch. Ich gehe mal nochmal mit einer zweiten Schicht Mascara drüber. Und quatsche vielleicht nicht ganz so viel. Die machten wirklich schönes Ergebnis. Ein schönes Schwarz. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich finde, dass meine Wimpern auf dieser Seite zurzeit schöner aussehen als auf dieser.
passt schon. Fehlen nur noch die Lippen. Und da habe ich, weil ich ja jetzt in diesem, mehr in so Mauve-Ton drin bin, von Essence, ein Soft Contouring Lip Liner Going. Den gibt es, glaube ich, nicht mehr. Going Steady, die 09. Den habe ich schon ewig. Ich habe hier so eine ganze Batterie Lip Liner. Und dann gucke ich immer mal. Und der ist so ein bisschen movig. Der ist vielleicht auch vergleichbar mit meinem... Habe ich ihn denn? Meinen liebsten Lip Liner. Moment. Ach, die stehen immer über Kopf drin und dann sehe ich immer nicht, dass die das sind. Mein von, das ist jetzt die neue Formulierung, 49Y von Manhattan. Die sind sich sehr ähnlich. Das ist der von Manhattan, hier der äußere. Und das ist jetzt der von Essence. Die sind sich schon sehr ähnlich. Ne? Der Essence ist noch ein bisschen mehr ins Pinkige. Der andere geht mehr ins Movige. Also, den trage ich jetzt einfach mal auf. Hier habe ich ganz schön Textur ums Kinn rum. Also Textur hat meine Haut schon. Ne? Also vielleicht ist sie nicht so wahnsinnig faltig, obwohl doch. Aber sie hat halt Textur, gerade hier unten. Kann man schon fast so lassen, ist aber sehr trocken und sehr matt, die Lippe. Und jetzt gehe ich mit meinem allerliebsten, ich weiß nicht, wie oft ich euch den schon in die Kamera gehalten habe, von Asa Magic Finish Ultimate Lip Gloss. Irgendwann muss er ja auch mal alle sein. Dann wäre das der erste, den ich leer gemacht habe. Also wenn ich hier so durchs Löchlein gucke, sehe ich schon, dass er weniger ist. Von außen sieht man das überhaupt nicht. Und der hat natürlich diesen Tote-Lippe-Effekt, aber je nachdem, welchen Lip-Liner man drunter trägt, kann man die Farbe schön anpassen. Und so ist das zu dem Augen-Make-up, finde ich, die perfekte Lippenfarbe. Und es sieht gar nicht mehr aus wie tote Lippe. Finde ich jedenfalls. Und das ist so quasi... Und ihr seht, ich habe noch einen schönen Glow drauf. Trotz der pastösen MAC Foundation. Ich nehme mir mal hier... Oh, hier kommt wieder alles ins Rutschen. Ich muss hier unbedingt mal wieder aufräumen. Meine Swatches von der Hand. Damit ich die gleich nicht in die Kamera halte. Und das ist im Prinzip jetzt so mein Alltagslook, wie ich ihn im Moment trage, wie er euch gut gefallen hat im Aufgebraucht-Video. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Fixing Spray, da habe ich von Art Deco, das ist auch fast alle, das 3-in-1 Make-up Fixing Spray, Setting Refreshing Make-up Base, das kann man also auch unten drunter tragen. Mir bleibt dann immer kurzzeitig die Luft weg, wenn dieses kalte Gesichtsspray ins Gesicht kommt. Übrigens, ihr sagt dann immer so, die Augenpatches und sowas, ne, die habt ihr im Kühlschrank und findet das so wunderbar erfrischend, die dann aufs Auge zu setzen. Boah, nee, das wäre nichts für mich, die aus dem Kühlschrank direkt auf die Augen zu legen. Vielleicht im Sommer oder wenn ich eine Migräne habe. Aber so mag ich das nicht kalt im Gesicht. Also ich mag auch kein kaltes Wasser im Gesicht oder so. Das ist schon für mich eher so... Und jetzt... Ich habe ja hier noch das Tuch, wo ich mir vorhin die Hände drin nach meinem Primer abgewischt habe. Und in dieses gleiche Tuch, ich nehme kein neues Tuch, nehme ich jetzt meinen Pinselreiniger, sprühe das da rein, nehme meinen Pinsel, hier haben wir ihn, und reibe das da drin ab. Also quasi die Farbe, die da noch drin ist. Ich werde zwar morgen wieder den gleichen Look schminken, aber es ist immer schöner. Das ist da jetzt drin. Dann klappe ich mir das um. Nochmal ein bisschen Spray drauf. Und reinige die andere Seite. Und da seht ihr da schon ein bisschen mehr mit drin. Aber ich habe einen freshen Pinsel. Das heißt, ich kann morgen wieder komplett neu anfangen, ohne dass es mir die Farben vermischt.
Hier muss ich noch ein zweites Mal rüber. Und das mache ich jetzt eigentlich mit jedem Augenpinsel, wenn ich geschminkt habe, mache ich mir den sauber. Und dadurch sammelt sich hier nicht so viel schmutzige Pinsel an. Meine Make-up-Pinsel, die mache ich dann natürlich, die muss ich dann in Ruhe waschen. Und jetzt ist der Pinsel sauber. Das ist das, was ich jetzt noch mit rausgewischt habe. Das Tuch kann weg. Das hat seinen Dienst getan. Pinsel wieder mit rein in die Palette. Wie gesagt, ich mochte die Pinsel sehr in den Paletten. Aber das war nicht bei jedem so. Und damit bin ich fertig für den Tag. Ich kann in dieser Woche, ich habe alle meine To-Dos im Büro abgearbeitet. Ich habe vom Steuerbüro meine Unterlagen, die muss ich nur noch unterschreiben und zurückschicken. Der Jahresabschluss ist damit durch. Und da muss ich heute nur noch mal anrufen, wegen einer Frage. Und ich kann in den Rest der Woche in den Kreativmodus gehen. Ich muss auch in den Kreativmodus gehen, weil ich noch ein bisschen was vorzubereiten habe, bevor wir nach Frankreich, nach Wien fahren. Und damit, das ist mein Alltagslook. So bin ich jetzt fertig für den Tag. Die Ohrringe kann ich euch, glaube ich, auch nochmal verlinken, wenn es die noch gibt. Den Ring kann ich euch verlinken, wenn ich dran denke. Und ansonsten habt ihr ja gesehen, wie dieses Make-up entstanden ist. Es waren keine neuen Sachen, brandneuen Sachen dabei. Das Puder benutze ich ja auch schon eine ganze Weile. Und ansonsten sind es Dinge, die ich hier in meinem Stash habe. Und es macht auch Spaß, mal wieder Dinge zu entdecken, die man lange nicht mehr benutzt hat. Wie zum Beispiel die Anastasia Beverly Hills Lidschattenpalette, die Modern Renaissance. Oder aber auch das Blush von Charlotte Tilbury, was auch schon sehr lange bei mir liegt. Was noch gar nicht so häufig benutzt wurde. Was aber, finde ich, sehr schön ist für den Alltag. Ich bin gespannt auf das Ursula Blush aus der Essence Disney Collection. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Das ist aber nicht das Paket, von dem ich sprach. Das ist noch ein anderes. Och, wir haben viel Stoff für die nächste Zeit. Also ihr Lieben, ich sage an dieser Stelle Tschüss für heute. Meine Nase fängt an zu laufen. Ich habe immer das Gefühl, ihr seht an diesen Tropfen, den ich merke. Aber, also meine Lieben, Schluss für heute. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis bald wieder hier auf dem Kanal. Macht's gut und tschüss aus Hamburg. Tschüss.